Sodeli! Zellig miteinander. Herzlich willkommen bei der ersten Folge Büzerstube. Das Projekt von mir, von Lichtweise Switzerland, für alle Heimhandwerker und Hobby-Bastler und Handwerkbegeisterte. Das ist die erste Folge und es geht nämlich gerade richtig geil los mit einem kleinen Projekt, das ich privat für mich machen möchte. Das ist nämlich ein, oder für meine WG sozusagen, es ist ein Stubentisch. Der Stubentisch besteht aus Holz und Metall. Da gibt es ein paar Sachen, die wir besorgen müssen. Es wird ein bisschen aufwendig, wir müssen schweissen, vielleicht müssen wir noch einen Rat von einem Schreiner holen, wer weiß. Aber das ist jetzt mal das, was wir machen heute. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen profitieren von dem. Vielleicht habt ihr dann auch Bock, zum selber etwas so machen. Als erstes zeichne ich mal den ganzen Tisch auf, irgendwie mit einem Papier oder so und einem Stift, und dann zeige ich euch, wie das aussehen sollte. Dann zeige ich euch noch, wo der Tisch ankommt, wie gross es wird. Also wir fangen zuerst mal an mit dem ganzen Skizzieren von dem Teil. So, bevor ich euch da irgendeine hässliche Anskizze mache, zeige ich euch das hier in dem Illustrator auf, wie das aussehen sollte, dass ihr euch mal eine Vorstellung könnt machen könnt. Auf jeden Fall fangen wir mit der Grundkonstruktion an. Das ist ein Würfel. Der Würfel besteht aus vier gleich langen Seiten, wie halt ein Würfel aussieht. Auf jeden Fall machen wir das hier jetzt richtig. Jawohl. Geometrie lässt grüssen. Da sehen wir mal die Skills. Ja, nein, also gut, das ist ja eigentlich nur schnell. Auf jeden Fall ist das. Ja, Grundkonstruktion, wie gesagt, besteht aus Metall. Am besten aus Stahl, aus rohem Stahl. Vielleicht sind das auch Profile, also das sind Metall. Quadratische Metallrohre eigentlich in hohl oder auch massiv, wer weiß. Ich werde dafür in Mark Recycling gehen. Mark Recycling, die haben riesige Mulden voller Metall. Ich gehe dort mal fragen, ob man vielleicht dort ein bisschen rumwühlen kann und vielleicht kann man dort etwas Cooles mitnehmen, wer weiß. Das werden wir abchecken. Auf jeden Fall haben wir hier den schönen Würfel, das Drahtgestell sozusagen. Und jetzt kommt oben drauf, rund. Jetzt Perspektive vom Feinsten. So, eine Holzplatte drauf. Genau so. Illustration vom Jagd. Aus Holz. Und das wird nicht eine massive Holzplatte, sondern das wird. Das werden verschiedene Holzbretter aneinander montiert. Also ihr seht, das ist dann so eine, wie so ein Lattenrost. So. Zack, zack. Und das Holz, das werden wir nicht kaufen. Oder vielleicht schon, aber wir schauen mal. Vielleicht gehen wir in eine Schreinerei fragen und die haben sicher noch Reste. Es darf auch so ein bisschen abgefuckt aussehen, weißt du, so ein bisschen shabby. Auf jeden Fall wäre auch das Ziel von dem Projekt oder so die Idee dahinter wäre, dass wir das Ganze mit Recycling Material machen. Es wäre hure cool, anstelle neue Sachen zu posten. Ist preiswert, oder? Und man kann, ich zeige euch, wie geil das am Schluss wird. Unten zum Tragstellen noch, das wird dann verschweißt. Da gehen wir dann auch zu einem Kollegen von mir. Dann lernen wir vielleicht noch ein bisschen schweißen. Das wäre auch noch spannend. So, jetzt wegen der Größe, da gehen wir jetzt mal in die Stube schauen. Ich zeige, wo das ankommt. Höhe, Durchmesser, dann machen wir noch schnell eine Schablone. Avanti! Also, wir sind hier jetzt in der sogenannten Stube. Jetzt, das ist unser alter Tisch und der muss weg, er gefällt uns nicht mehr. Auf jeden Fall kommt jetzt hier da das neue Teil an. Es wird etwas kleiner, aber es wird etwas höher als das, was wir hier haben. Jetzt habe ich hier einen Karton und auf dem Karton habe ich jetzt schon, das habe ich jetzt halt schon gemacht, aber noch einen kleinen Tipp für zwischendurch. Nehmt zwei Stifte, dann macht ihr eine Schnur an, die die richtige Distanz hat, also für den Durchmesser, und dann könnt ihr hier einen schönen Kreis ziehen. 1A. Okay, jetzt brauche ich eine Schere. Ganz klar. Auf jeden Fall schneiden wir das mal schnell da aus. Ist immer wichtig, wenn ihr so ein Projekt macht, dann irgendwie eben so eine Schablone machen, weil es wird dann
Es gibt dann einfach keine Überraschungen. Wenn ihr es dann gebaut habt und dann steht da irgendein so ein Teil da rein, das völlig komisch und viel zu gross ist, das wollen wir nicht, glauben wir es. Und darum machen wir jetzt so eine ganz feine Schablone. Das wäre jetzt etwa die Grösse. Ich finde es gut. Es ist gut. Ja, es ist wirklich gut. Oder? Ja. Und dann die Höhe haben wir natürlich auch schon bestimmt. Ich muss schnell einen Meter holen. Also wir haben uns überlegt, das Teil, das wir hier haben, das ist halt verdammt tief. Das ist 26. Das hier rein, da haben wir 45. Dann haben wir so gefunden, wir machen irgendetwas dazwischen. Das wären 40. Und 40 wären dann etwa auf dieser Höhe. Das ist dann auch angenehm. Es ist verdammt tief unten. Wir haben uns gerade umentschieden jetzt. Auf jeden Fall machen wir es jetzt gleich hoch wie das Tisch hier rein. Es ist einfach angenehmer vom Sofa. Ja, jetzt sind wir hier schon fertig. Ja, jetzt muss ich den Markt hier. Der Markt hat offen. Dann gehen wir nicht an. Ich nehme euch mit. Auf Wiedersehen. Adieu miteinander. So, wir sind jetzt am Start. Jetzt geht es im Markt, der hat noch 20 Minuten offen. Ich glaube gerade gut, dass wir auf den Feierabend dort gehen. Ja, dann starten wir, gehen wir, hä? Adi. Natürlich klar, dass wir genau jetzt Stau haben, aber wir werden es schaffen. So, da wären wir haben es geschafft. Gehen wir gerade mal fragen, hä? So, wir sind jetzt hier deinen schnell fragen. Jetzt gehen wir da mal schnell in dieser Mulde. Es hat so eine rote Mulde da vorne. Die gehen wir mal schnell abchecken. Dort dürfen wir etwas rausnehmen und mehr leider nicht. Schauen wir das mal an. Ja, gut. Das wird schwierig, gell? Ja, gut. Ja, jetzt sind wir da zurück im Auto. Ich habe in dieser Mulde angeschaut, aber sieht nicht so gut aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, dann muss ich mal schauen. Vielleicht hat es noch etwas Metall umeinander bei dem Kollegen, den ich schweisse. Müssen wir mal schauen, oder sonst tun wir noch etwas anderes überlegen. Im schlimmsten Fall, wenn wir es halt dann gleich posten. Ja, gut. Ich überlege mir noch etwas. Bis später. Ciao. So, neuer Tag, neues Glück. Gestern Abend habe ich mir noch die Frage gestellt und habe lange überlegt, wie kommen wir jetzt an die Vierkantrohre an. Und habe dann ein paar kleine Abklärungen gemacht. Und habe jetzt einen weiteren Ort, wo wir abchecken könnten, ob es die dort echt hat. Wir werden sicher etwas finden. Natürlich haben wir heute wieder das allerbeste Wetter verwünscht. Da sind wir am richtigen Ort. Jetzt gehen wir gerade mal rein fragen. Herzlich willkommen. Ich glaube es fast gar nicht, aber wir sind extrem erfolgreich gewesen. Ihr seht es. Perfekt, sogar ein bisschen mehr als ich brauche. Ich glaube, wir haben mal ultimativ Glück gehabt, weil jetzt bricht da gerade der Sturm des Obergrauens aus. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind extrem erfolgreich gewesen. So, jetzt geht es darum, dass wir mal gehen fragen wegen dem Schweissen, wenn da zeitlich etwas drin liegt. Ja, dann machen wir das gerade als nächstes. Ihr glaubt es gar nicht. Nach dem schwierigen Start gestern läuft es heute wie am Schnürli. Ich bin nämlich jetzt schon da, wo wir schweissen können. Beim Pippo Lonaro, guter Kollege. Ja, am besten legen wir los und fangen an. Da hätten wir den ersten Schnitt jetzt einmal. Alle im 45 Grad Winkel. Ja, und dann machen wir 12 von denen. Und dann können wir noch mit dem gleichen Maß, wie viel sind es denn? 4 von denen. Mit geraden Kanten. So sieht das aus. Mal, ich denke, es kommt gut. Heavy Job. Alle funken die ganze Zeit ins Gesicht, aber kein Problem. Der erste Teil ist schon fast fertig.
Jetzt, wie ihr gesehen habt, alle Rohre sind zugeschnitten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir morgen dann die alle zusammenschweissen. Er wird mir dann zeigen, wie man schweissen und dann darf ich das selber machen. Ich habe noch nie geschweißt und von dem her wird es sicher noch interessant. Ja, und dann sind wir mit der Grundkonstruktion dann schon fertig. Ist eigentlich noch sehr cool, aber richtig anspruchsvoll, muss man schon sagen. Ja, jetzt geht es darum, die Nähte abzuschleifen. Zwischenupdate, wie ihr gesehen habt, ist jetzt der Würfel fertig geschweißt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Er ist nicht 100%ig gerade, aber er steht gut auf dem Boden und sieht einfach sehr geil aus. Das war echt schwierig, muss man sagen. Und ich habe echt etwas gelernt. Jetzt geht es noch darum, dass wir die Schweissnähte abflexen und dann wäre das Teil eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ich würde es so lassen, so roh. Das gefällt mir vom Look her. Das ist jetzt mein Würfel, voll zufrieden. Jetzt gibt es nur noch eins, jetzt müssen wir das mit Scotch-Brite noch ein bisschen anreiben. Und dann kommt dann noch so ein Zinkspray, das ist so ein Korrosionsschutz. Kommt darüber, dass das Teil nicht rostet. Ja. Dann schauen wir jetzt im nächsten Teil des Videos, nämlich im zweiten Teil des Videos, wie dass wir den Holzteil machen. Das wird sicher auch noch spannend. Bis dann, ciao zusammen.